News, die du verpasst hast, die Europäische Raumfahrtbehörde ESA hat ein neues Weltraumteleskop in Betrieb genommen. Euklid hat jetzt seine ersten Testbilder zur Erde geschickt und die sehen verdammt vielversprechend aus. Eine Hauptaufgabe von Euklid ist die Erforschung von dunkler Materie und dunkler Energie. Besonders ist dabei, dass nun ein Weltraumteleskop speziell für die Suche nach dunkler Materie und Energie entwickelt wurde und nicht nur nebenbei danach Ausschau hält. Das ist ein Testbild der WISS-Kamera von Euklid. Sie kann sehr große und extrem scharfe Bilder im sichtbaren Lichtspektrum machen. Wir sehen unzählige Galaxien, relativ nah und weit entfernt. Sterne. Mit Hilfe von diesen Bildern können die Astronominnen dann die Gestalt und Form der Galaxien bestimmen. Mindestens genauso spannend sind aber die Fotos, die man mit der Infrarotkamera NISP gemacht hat. Mit dieser Kamera sammelt Euklid sehr exakte Daten über die Entfernungen von Galaxien und darüber, wie sie im Universum verteilt sind. Die ESA erhofft sich insbesondere neue Erkenntnisse zu dunkler Energie und dunkler Materie, die beiden Bestandteile, die vermutlich rund 95% des Kosmos ausmachen, aber zu denen wir bislang noch sehr wenig wissen. Wenn du solche News nicht mehr verpassen willst, dann folg mir am besten jetzt.